Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch in der Savior, aber denn uns fehlen immer noch ein paar Challenges. Und zwar an der Zahl, glaube ich, 3 Stück. Yep. Und je nachdem, wie die sich spielen lassen werden, wie sie auch spielen, wir gucken erstmal in Dr. Watt rein. Dr. Was? Und das spielen wir schon mal nicht, weil wir von uns aus nicht schießen können. Und ich meinte ja schon ein paar Folgen zuvor, dass ich Challenges, wo ich nicht schießen kann, gar nicht erspielen würde. Deswegen spielen wir vielleicht Luck the Dice. Wir schauen mal. Ah, sieht jetzt auch nicht so spannend aus, wenn ich ehrlich bin. Nee. Okay, dann vielleicht noch die letzte. Savior. Savior, komm, du musst mich retten, Savior. Okay, Savior spielen wir auf jeden Fall. Warum nicht? Was haben wir? Wir sind auf jeden Fall Jesus. Wir haben kein zweites Leben. Obwohl wir Jesus sind, das ist interessant. Sonst haben wir noch die Bibel, das blaue Kreuz, was uns alle 5 Räume ein blaues Herz gibt. Dann den Dornkranz, der uns stärker macht. Maitör und den Schlüssel. Alles klar. Okay, das heißt, wir werden auf jeden Fall. Wir haben eine. Und den hier als Trinket noch den Rosary. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Chance, dass wir Engelsräume bekommen. Sollten wir denn nicht getroffen werden. Und das ist ja schon mal recht gut zu wissen. Zudem haben wir relativ guten Schaden von Anfang an. Und sehen auch relativ cool aus. Okay, in der ersten Ebene ist das zum Glück noch nicht so schlimm, wenn wir getroffen werden. Weil... sagen wir später ein. Weil in der ersten Ebene kriegen wir sowieso noch keinen Devil oder Angel rum. Von daher ist das jetzt noch nicht so schlimm. Hoffe ich doch. In der ersten Ebene sollte das eigentlich nichts ausmachen. Von daher erstmal jetzt einspielen. Und weil einige gefragt haben, warum gestern keine Folge kam, ich habe das bei Twitter wieder angekündigt. Also wenn ihr irgendwie auf den neuesten Stand sein wollt, dann müsst ihr bei Twitter reinschauen. Ja, weil da kündige ich dann immer sowas an. Das lag daran, dass ich gestern den ganzen Tag Town of Salem gespielt habe, wenn das jemand kennt. Town of Salem. Ja, mit dem Tidus zusammen und später auch noch mit anderen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir das vorgestern gekauft, irgendwie für 5 Euro, obwohl man das auch kostenlos spielen kann. War ein bisschen doof. Ich habe das gekauft, weil ich, wenn man das kostenlos spielen möchte, dann muss man sich auf der Seite anmelden und ich hatte keine Lust, mich anzumelden und deswegen habe ich dann halt 5 Euro dafür ausgegeben bei Steam. Und das Blöde war aber, man musste sich dann trotzdem registrieren. Also habe ich quasi 5 Euro umsonst ausgegeben, nur damit ich Errungenschaften bei Steam bekommen kann. Toll, oder? Ja, finde ich nämlich auch. Und ja, das habe ich gestern den ganzen Tag gespielt und wer das nicht kennt, das ist so ähnlich wie Werwolf. Werwolf sollten wahrscheinlich einige von euch kennen. Und ja, heißt halt Town von Salem. Und das habe ich gestern den ganzen Tag gespielt und deswegen kam kein Video. Ich habe die ganze Zeit so gesagt, ja, ich muss gleich noch aufnehmen und dann haben wir noch eine Runde gespielt und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Und dann war es irgendwann 10 Uhr und ja, das war schon zu spät. Oh Gott, ich habe das echt gestern 9 Stunden am Stück oder sowas gespielt. Das ist echt unglaublich. Wer das Spiel übrigens nicht kennt, da geht es darum, dass man, weiß ich nicht, das ist halt so rollenspielmäßig. Man kriegt von Anfang an eine Rolle zugewiesen. Das kann alles Mögliche sein. Da kann man zum Beispiel der Mafia angehören oder zu der Stadt gehören oder sowas. Also, und dann geht es halt darum, dass die Stadtbewohner die Mafia töten muss und die Mafia die Stadtbewohner zum Beispiel. Oder man kann aber auch ein Serienkiller sein, da soll man dann in jeder Nacht jemanden töten. Oder halt so viele wie es geht, die ganzen Dorfbewohner quasi töten. Und was gibt's sonst noch? Halt Bürgermeister, ganz normal Villager, also ganz normal Stadtbewohner. Oder Jester gibt's auch, also ein Clown sozusagen, ein Hofnarr. Und der Ziel vom Hofnarr ist nämlich richtig cool, der soll von Anfang an. Der ist nur dafür da, dass alle zu auszutricksen. Wie es immer ein Hofnarr so tut, ne? Und Ziel ist es nämlich, als Hofnarr sich erhängen zu lassen. Und erhängt wird man nämlich, sobald die Stadt gegen einen votet, wenn die halt sagen, ja, der ist bestimmt böse, den müssen wir erhängen. Das ist bestimmt eine Hexe oder sowas. Und dann wird man erhängt und das ist witzig. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich das gerade erkläre und ich habe auch keine Ahnung, warum ich da jetzt nicht durchkam. Verdammt. Egal, gehen wir aber zum Boss. Und bei denen dürfen wir sogar getroffen werden, aber es wäre besser, wenn nicht. So, und vielleicht nehme ich auch mal irgendwann eine Folge von Town of Salem auf. Es macht auf jeden Fall Spaß. Dann kann ich das da auch alles nochmal erklären. So.
Aber das war jetzt meine Ausrede, warum gestern keine Folge kam. Ja, Taut auf Salem. Okay. Kriegt Monstro Schaden durch dieses Stachelding? Ich glaube nicht. Na egal, wir kriegen auf jeden Fall ein paar schwarze Herzen. Ich glaube zwei an der Zahl. Noch ein paar Bomben. Das heißt, wir können da gleich rechts nochmal die Bomben holen. Der Goathead. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit ist jetzt wahrscheinlich unser Angel-Ruhm-Glück davon. Aber ist nicht weiter tragisch, weil jetzt bekommen wir wenigstens... Oh. Wow. Jetzt bekommen wir wenigstens jedes Mal ein Devil-Ruhm. Ja. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Okay. Finde ich gut. Nach dem goldenen Raum müssen wir gar nicht erst suchen, weil es, wie gesagt, eine Challenge ist. Oh, Curse of the Unknown. Oh nein, warum Curse of the Unknown? Dann bringt uns der... Oh, Hilfe. Okay, können die gar nicht schießen? Okay. Dann bringt uns der Devil Room gar nichts. Weil wir nicht wissen, was es da gibt. Und ich gebe ungern Leben aus. Ah nee, Curse of the Unknown war nur, dass wir nicht sehen, wie viele Leben wir haben, oder? Ach, okay. Das hatten wir dann eben auch schon. Dann ist das halt nicht weiter tragisch. Wollen wir da unten rein? Ich weiß nicht. Hallo. Ja, guck mal, wie er sich freut. Ich sag nur Hallo und er freut sich so richtig. Ja, endlich, Dizzy, hi. So wird man doch gern begrüßt. Ja, ich mag dich auch. Ah. Ich mach da immer, wenn er sich freut. Gut. Mutters Fuß besiegen wir auf jeden Fall sofort, dank der Bibel. Mutters Herz auch. Also die sollten kein Problem sein. Ich denke einfach mal, wir müssen mindestens noch eine Etage weiter als Mutters Herz. Also wir müssen mindestens bis zu Isaac, würde ich einfach mal behaupten. Wenn nicht sogar noch weiter. Vielleicht müssen wir sogar gegen den Teufel kämpfen. Aber da es die Savior Challenge ist, müssen wir wahrscheinlich sogar den Angel Room gehen. Also bis zum Blue Baby. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was auf uns wartet. Ich denke auf jeden Fall, wir müssen bis zum Ende. Also bis zum allerletzten Boss wirklich. Head up, okay. Nice. Ja, dann kriegen wir hier gleich unseren ersten Cube of Meat wahrscheinlich. Kannst du bitte mal aufhören zu schießen? Danke. Au. Autsch. Komm schon, stirb. Gib mir dein Cube of Meat, dann bin ich zufrieden. Okay. Ball of Bandages ist auch okay. Aber ist ja sowieso egal, wie oft wir getroffen werden, denn wir kriegen sowieso die ganze Zeit... unsere Räume. Au. Wow. Okay, so langsam sollten wir dann vielleicht doch nicht mehr getroffen werden. Okay. Wie auch immer ich da jetzt eben nicht getroffen wurde. Ist mir egal. Wie viele Leben der hat. Ach so, ja, okay, es ist die rote Version. Ah, der hat dieses rote Umhang-Ding, diesen roten Schal. Und die rote Version hat ja immer mehr Leben. Das ist, glaube ich, die Version, die am meisten Leben hat. Okay, dann ist das kein Wunder, dass sie so viele Leben hat. So. Und tot. Sehr gut. Kriegen wir noch irgendwas? Nö. Wow, okay. Dann verlasse ich dich jetzt eben, ne? Tschüss. Okay, wir sehen unsere Leben wieder und wir sehen, wir haben nicht allzu viele Leben. Lol. Hä? Was ist das für eine... Oh Gott, was ist das für eine Version? Die ist blau? Okay, cool. Au. Gut, dass die nur ein halbes Leben abziehen. Oh Gott, wir sind gleich tot. Jetzt kriegen wir Health up. Okay. Danke für das blaue Herz. Gut, dass wir dieses Kreuz haben, das blaue. Oh Gott. Okay, wir müssen mal ein bisschen aufpassen und eventuell mal ein paar rote Herzen einsammeln. Oh Kusch. Ist gerade nicht so toll, aber ich habe dich gesehen, blauer Stein. Dich werde ich töten. Danke. Haha, ich bin der Beste. Ich habe einen blauen Stein getötet. Das können nicht so viele von sich behaupten, dass sie einen Stein getötet haben. Ich allerdings schon. So. Du weg, du weg. Was haben wir hier? The Chariot. Okay, wird uns wahrscheinlich nochmal gut helfen können. Allerdings sollten wir jetzt echt mal ein paar Leben ansammeln. Vor allem, wenn wir halt wirklich weitergehen müssen als Mutters Herz. Oh, wow. Oh, okay.
Aber zwei blaue Herzen auf einmal, das ist nett. Oh. Gott, ich spiele heute wieder so schlecht. Da spielt man einen Tag nicht Isaac und dann failt man gleich alles. Oh Gott. Okay, was ist gerade los? Wieso kriegen wir so viele Herzen? Nur weil ich das gesagt habe. Das ist nett, Spiel, danke. So. Na komm. Du warst tot, ich hab's gesehen. So, noch ein blauer Stein. Vielleicht, jo. Mit dem Spawnwalk drin. Sehr gut, was haben wir hier noch? Pettyfly. Okay, die wird uns auch sehr behilflich sein. Und wir haben ein Damage abbekommen. So ein kleines zumindest. Das ja auch nicht so schlecht. Ach Gott. So, die explodiert wahrscheinlich auch. Die ist sogar doppelt explodiert. Krass. Hi, Gertie. Hi, Gertie. Du hast hier aber nette Gegner. Du hast ja nette Gäste eingeladen. Nett. Hier, Tiers ab. Nice. Okay, ich stelle mich einfach mal... Ne, ich stelle mich links von ihm. Oder rechts von ihm. Denn das ist die Version, die sie überhaupt nicht schießt. Die spawnt die ganze Zeit nur Gegner. Das ist gut, dann schießt sie nicht. Können wir hier einfach stehen bleiben. Ich glaube, das ist sogar die einfachste Version, die es von dem gibt. Also ich finde die am einfachsten. Die normale Form ist da doch schon ein bisschen anstrengender, sage ich mal. Speed up, sehr schön. Volle Leben und Gabis Tail. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich wüsste nicht, wieso nicht. Kann man? Kann man Devil Deal Items mitnehmen, wenn man unverwundbar ist, ohne ein Leben zu verlieren? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich glaube nicht. Das wäre doch ein bisschen zu OP, glaube ich. Sonst hätte ich jetzt nämlich das Chariot einsetzen können und hätte das dann mitnehmen können. Aber ich glaube, die Leben werden trotzdem abgezogen. Oder es geht einfach nicht. So. Okay. Ja, komm. Schauen wir mal hier rein. Jo, hat sich gelohnt. Da ist das zweite Gabi-Item. Sehr geil. Ich glaube, ich setze das einmal. Oder soll ich zweimal einsetzen? Hm. Die Sache ist, wenn wir kriegen jetzt auf jeden Fall Devil Deals. Und wenn ein Devil Deal rote Herzen kostet, ist mir das, glaube ich, lieber als blaue. Denn sobald die Devil Deals nur noch blaue Herzen kosten, weil man halt keine roten Herzen mehr hat, dann kosten die immer drei Herzen. Und das ist ein bisschen happig. Drei Herzen auszugeben. So, aber unsere Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir Gabi werden. Wir haben jetzt schon zwei Gabi-Items gefunden. Fehlt also nur noch eins und... Ja, nehmen wir mal mit. Und... Was wollte ich sagen? Achso, und wir haben den Goathead. Das heißt, die Chance auf ein Gabi... dass wir ein Gabi-Item im Devil-Room bekommen, ist sowieso nochmal erhöht. Ach, wow. Ich hasse diesen Raum. Ich bin einfach richtig verwirrt in diesem Raum. Ah, komm, wir setzen mal Chariot ein, das ist mir sonst zu blöd. So. Okay. Das blaue Herz hole ich mir noch kurz. Und dann sollten wir hier auch erstmal durch sein. Wow. Gut. Egal. Okay. Der Raum hat sich schon mal nicht gelohnt. Obwohl. Kane's Eye. Boah, kann ab und zu mal anzeigen, wo halt die ganzen Räume sind, aber sonst ist das kein wirklich gutes Trinket. Aber naja, wir nehmen es erstmal mit. Ich meine, wir brauchen kein Geld, weil es sowieso keine Shops geben wird, weil es eben eine Challenge ist. Und das andere Ding, Blue Baby's Only Friend, ist jetzt auch nicht so toll. Naja, okay. Aua. Immer tun mir diese ganzen Sachen hier weh. Wie viele Leben habe ich jetzt eben in diesen einen Raum da vergeudet? Ein paar. Okay, ja, schön. Bestimmt vier Stück oder so. Ist krass. Was haben wir hier? Eine 5. Okay. Machen wir aber nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da noch reingucke. Ich weiß ja, dass ich davon eh nichts machen will. In den Challenges zumindest nicht. Egal. Dafür haben wir jetzt keine Schlüssel mehr. Das ist doch auch schön. Gabi's Tail und keine Schlüssel haben ist immer eine gute Idee. So. Oh, krass, wie viele blaue Herzen wir bekommen. Oh Gott. Was will ich mit den ganzen blauen Herzen? Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich bin Jesus. Was will Jesus mit blauen Herzen? Ich weiß ja nicht. Au. Au.
Okay, dann brauchen wir es halt doch. Ich spiele natürlich gerade mit Absicht so schlecht, weil. Ne? Weil wir halt so viele Leben haben. Und das wäre unfair dem der Ebene gegenüber, wenn wir jetzt hier einfach viel zu viele Leben hätten. Wäre einfach unfair. Und deswegen, damit sich die Ebene ein bisschen besser fühlt, lasse ich mich die ganze Zeit hier gerade so ein bisschen treffen. Dann gibt die nicht sofort auf, greift uns noch so ein bisschen an, weil sonst wäre das ja witzlos, wisst ihr? Ja. Das ist der einzige Grund. Und wir kriegen jetzt hier natürlich überall goldene Kisten. Wer hätte es gedacht? Aber haben keine Schlüssel. Weil ich meine Schlüssel eben dumm eingesetzt habe. Ach, du bist Sloth. Ah, deswegen hast du so viele Leben. Du hast Fates. Jetzt haben wir ein paar Schlüssel. Zumindest zwei. Okay, ich hätte erst den anderen töten sollen, bevor ich hier weitergehe, aber ist auch egal. So. Gut, da wir zwei Schlüssel haben, wir gehen nochmal kurz zurück. Abel ist wahrscheinlich besser als dieses blöde Ei-Ding. Und da kommen wir auch ran. So, was haben wir hier? The Hermit. Gut. War die beiden Schlüssel jetzt auch nicht so praktisch. Au. Okay, 3 gegen 1. Findet ihr nicht, das ist unfair? Ich denke, das ist unfair. Ihr seid unfair zu mir. Warum seid ihr unfair? Gut, da haben wir den Boss. Ist das schon Mutti? Nee. Eine Ebene fehlt noch bis zu Mutti. Wie es scheint. Da oben ist ein PhD. Das ist schön. Ich mag PhD. Au. Lol. Seine eigene Bombe hat ihn so gestoßen, dass er uns eben noch getroffen hat. Nett. Das war doch alles geplant. Ein ganz abgekartetes Spiel hier vom Tod. Nee, vom Krieg. Und wieso kriegen wir so verdammt viele Herzen? Ist voll krass. So, nehmen wir PhD auch noch mit. Und was haben wir hier Schönes? Das Brimstone-Baby, Gimpy, noch ein blaues Herz. Okay, nehmen wir Gimpy mit. Dann haben wir nämlich gar keine roten Herzen mehr. Das finde ich eigentlich ganz gut, aus dem einfachen Grund, dass wir dann, wenn wir das Polaroid haben, aua, jedes Mal ein Schild bekommen. Und ein Schild zu haben ist toll. So, dann hatten wir eben noch ein Tiersat bekommen. Das heißt, wir machen noch ein bisschen mehr Schaden. Wie viel Schaden machen wir eigentlich? 5 Striche, okay. Geht noch besser, würde ich sagen. So Proptosis oder so wäre ganz schön. Aber ich bin eigentlich auch so schon zufrieden mit dem Schaden. Der ist okay. Oh Gott. Nein, aus. Monstro 2. Nein. Nein, ich hab dich nicht lieb. Ich weiß, du liebst mich, aber ich lieb dich leider nicht. Tut mir leid. Da stehe ich nicht. Monstro, hast du etwa ein Auge verloren? Monstro kann nicht mehr so gut gucken. Verdammt. Verdammt, verdammt. Was sollen wir jetzt so tun? Armes Monstro. Oh Gott. Hier. Au. Oh, wollen wir die Schlüssel her? Die Schlüssel. Wir haben Schlüssel. Wo auch immer wir die herhaben. Wir haben sie. Nett. So, ja. Liebe uns. Liebe uns und verlasse uns dann. Okay, ich weiß zwar nicht, was wir mit dem Geld anfangen wollen, aber wir haben's. Die ganzen Pillen können nur noch gut sein, weil wir das PhD haben. Das heißt, Pillen können wir jetzt auf jeden Fall alle mitnehmen. Ist auch ganz gut eigentlich. Da hat uns unsere Fliege beschützt. Hier, Judgment. Ja, für was anderes können wir unser Geld sowieso nicht ausgeben. Da, nimm, nimm, ich brauche es nicht, ich bin reich genug. Ja, okay. Mystery Sack nehmen wir gerne mit. Piu, piu, piu. Ah, könnte ich mitnehmen. Aber das wird sich nicht lohnen. Wieso gibt es eigentlich keine halben blauen Herzen? Das wäre doch mal was. Halbe blaue Herzen. Wüsste zwar nicht wofür, aber halbe blaue Herzen wäre bestimmt eine ganz tolle Idee. So, na, Gabi? Nope. Schade, Chance aber da. Was haben wir hier? Ein Pilz. Yes. Wir haben Pillen gefunden, Leute. Wir waren das. Wir haben Pillen gefunden. So, guck, jetzt hat sich das blaue Herz noch viel mehr gelohnt. So.
Ich denke mal, wir müssen nicht hier unten lang. Nep. Nep, nep, nep. Aber dafür haben wir wieder 30 Münzen. Und 30 ist die Hälfte von 15. Und 15 ist eine tolle Zahl, weil eine 5 da drin ist. Und deswegen mag ich die 30. Du hast Waits, nochmal Schlüssel verdoppelt. Sehr schön. Und ich verliere gerade schon wieder viel zu viele Leben. Aber wir haben sowieso genug Leben, von daher ist das eigentlich gar nicht mal so tragisch. Nein, aus, aus. Und wir kriegen sowieso viel zu viele blaue Herzen. Okay. So. Dann du auch noch. Ach ja, da vermisse ich doch gleich wieder die Eternal Edition von denen. Die immer so eine schöne Blutspur da gemacht haben, wenn sie ihr Würmchen-Ohr freigelassen haben. Toll, jetzt kriegen wir also blaue Herzen. Dadurch, dass wir einmal das blaue Kreuz haben, dann kriegen wir noch so blaue Herzen andauernd. Warum auch immer. Und, hä, more, ach so, das ist mehr Options. Okay, cool. Und dann kriegen wir noch blaue Herzen, dadurch, dass wir Gimpy sind. Sobald wir einmal getroffen werden. Okay, ich glaube, wir können gar nicht mehr sterben. Oh, es gibt doch Shops. Lol. Nein, das wollte... Oh Gott, ich habe was Falsches gekauft. Oh Gott, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Toll. Jetzt haben wir so einen blöden Dreier... 3-Dollar-Bill, ja? Okay, ja. Das ist jetzt nicht ganz so toll. Naja, kann aber auch gut sein. Oh, Proptosis. Ich hoffe nur, wir kriegen nicht Proptosis, wenn wir irgendwie bei The Lamb sind oder so. Da wäre das nämlich eher nicht so cool. Oh, das ist aber nett. Die Tränen sind toll. Hi, tschüss. Wie viel Zeit haben wir? 19 Sekunden. Nehmen wir nicht mit, aber wir... Ah, da können wir gar nicht reingucken. Moment. Vielleicht. Ach, komm schon. Devil Room, geh weg. Ich will da oben rein. Oh Gott, wir konnten nicht reingucken. Unfair. Nur weil wir den Goathead hatten. Sonst wäre wahrscheinlich der Challenge... Nee, der Boss-Wash-Raum woanders hingegangen. Okay, dann halt kein Boss-Wash für uns. Schade aber auch. Aber unser drittes Gabi-Item. Wir sind Gabi. Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Oh, und unsere ganzen Fliegen sind noch größer, weil wir Blue, diese blaue Fliege eingesammelt hatten in der letzten... Im letzten Ebene. Nice. Das mag ich. Geil. Okay, wir sind richtig stark und wir können fliegen. Wir können fliegen. Das dürfen wir nicht vergessen. Yay. Ich bin Gabi. Gabi sein ist toll. Ich mag es, Gabi zu sein, weil Gabi ist süß. Hier, was sind das eigentlich für Tränen? Ich verstehe das nicht. Warum sind die so komisch orange? Was können die? Können die irgendwas Tolles? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, von welchen Item die kommen, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, was sie machen. Aber ich weiß, dass ich Gabi bin. Und mehr muss ich auch nicht wissen, oder? Das ist das Wichtigste. Wir sind Gabi. Und wir sind falsch gelaufen. Und hier ist Geld drin. Brauchen wir nicht. Oh, guck mal, wir haben sogar Gabi-Ohren. Oh, süß. Wir haben kleine Katzenöhrchen. Über dem Gimpy. Das ist süß, oder? Ich finde das süß. Ich finde Gabi süß. Gabi mit der eisernen Maske. Bam, 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 bam. Okay, ich glaube, die ganzen Bosse werden jetzt richtig schnell sterben an unseren Fliegen. Hier noch Judgment. Ja, komm. Da helfen wir noch einen Bettler. Ach, lass dich nicht irritieren von unseren ganzen Fliegen. Ne, nehme ich nicht mit. Die Fliegen sind nur Deko. Ja, sollte eigentlich klar sein, was wir mitnehmen. Virgil. Nochmal fliegen. Okay, interessant. Nö. Ich kann schon fliegen, aber danke. Danke, Teufel. Danke für dieses Angebot.
Aber nein, danke. Utero 2. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir sind ja schon Gabi. Wir gehen einfach jetzt zum Boss. So, wir können jetzt eigentlich durchwaschen. So. Sind wir der echte Savior. Der echte Miausior. Miausior! Ha, ein kleiner Miniboss. Das ist süß. Und noch ganz viele blaue Herzen. Überall. Überall liegen die. Sie verfolgen mich. Die blau. Oh Gott, nein. Man konnte sich hier nicht rausspringen, oder? War das nicht so? Okay, dann besiegen wir die mal kurz. Obwohl, wir testen einmal kurz. Ich glaube aber in der Savior-Mod ging das nicht. Okay, es geht doch. Gut, hier ist nichts. Nein, Pin. Hier ist nichts. Ich habe gesagt, da ist nichts. Also ist da auch nichts. Oh, was wir da wohl erwarten dürfen. Ah, yay, wieder die Lemminge. Hi. Pau, 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 pau. Moment, wir können voll viele Fliegen dadurch farmen. Eigentlich. Wenn wir ein bisschen von denen wegbleiben. Toll, und was... Oh, was hätten wir... Lol. Was hätten wir jetzt gemacht, wenn die hier oben stehen geblieben wären? Ah ne, man kann glaube ich auch so viel trotzdem hier raus, oder? Epic Fetus. Nö. Nehmen wir nicht mit. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesen Trip bin. Okay. Da, dann lass uns mal gehen. Entschuldigung. Nam nam nam, Boss. Jo. Perfekte Boosto und dieser Boss ist natürlich Itlifs. Oh, wo ist Itlifs? Ich sehe das nicht, hä? Itlifs, wo bist du hin? Ich sehe dich nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Teufel. Ist jetzt ein bisschen nicht so cool, aber der sollte auch relativ schnell sterben. Das brauchen wir nicht. Gibt es hier nicht noch irgendwas Gutes? Ah. Ah, toll. Okay, haben quasi nichts bekommen. Das ist schade, aber auch nicht weiter tragisch. Wir hätten eigentlich ein Item davon mitnehmen können. Zumindest das Necromonicon oder so, weil die Bibel bringt uns jetzt ja gar nichts mehr. Hätten wir echt mal machen sollen. Und da lagen ja genug blaue Herzen rum, sodass wir trotzdem noch volle Leben hätten. Egal, habe ich nicht dran gedacht. Habe ich nicht dran gedacht. Einfach Pilz. Yay. Yay. Hm, und wir haben ganz schön wenig blaue Fliegen. Wir könnten ein paar mehr sein auf jeden Fall. Aber wir kriegen jedes Mal ein Schutzschild. Ich will nicht mit dir knuddeln. Au. Hä, in der Hölle? Gibt es auch blaue Steine? Okay. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht nicht mehr. Hä? Wurde das nicht mal irgendwann rausgepatcht? Egal. Wow. Okay, ihr seid schnell. Wow. Ihr geht ja richtig ab. Was ist los mit euch? Danke. Komm, wir müssen gar nicht bis da hinten hinlaufen. Okay. Oh, den nehme ich noch mit. Das ist der Boss-Schlüssel für den Boss. Oh, und endlich mal normal. Okay, cool. Im normalen Raum. Das finde ich gut. Und dazu haben wir noch richtig schöne Tränen. Das ist auch gut. Das ist alles schön. Das ist alles schön. Wollen wir es noch selbst umbringen? Ich könnte jetzt die Bibel einsetzen und dann bin ich tot. Das wäre doch witzig, oder? Finde ich irgendwie schade, dass es dafür keine Errungenschaft gibt. Dass man sich mit der Bibel beim Satan selbst umbringen muss. Das wäre doch auch mal witzig. Hä? Wow. Was? Wieso kam da der normale Endscreen? Das war doch eine Challenge. Wieso kam da jetzt der normale Endscreen? Ich dachte... Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Da gab es keine... Ja, wie heißt das? So eine Trophäe. Eigentlich kommen ja Trophäen am Ende von der Challenge. Aber anscheinend ging die Challenge tatsächlich bis da hinten. Bis zu The Lamp oder sowas. Aber da wir das negativ nicht dabei hatten, ging das doch nicht. Naja, egal, ne? Das bedeutet aber, wir haben alle Challenges durch. Auf jeden Fall die ich spielen wollte. Das ist schön. Das war die Savior Challenge. Da sind wir durch. Und dann könnt ihr euch ab morgen, beziehungsweise ab übermorgen, weil morgen kommt erstmal noch das alte Isaac wahrscheinlich mit der Eternal Edition. Aber dann beim nächsten Mal Isaac Rebirth kommt dann wahrscheinlich die God Mode.
Mod, ja. Weil ich wollte ja hier nur weiterspielen wegen den Challenges, die habe ich jetzt alle gemacht. Und dann der nächste normale One seht ihr dann in der God-Mode. Ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Dann danke ich mich auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.